Ich weiß, wovon ich rede. Ich stehe auch nicht auf Marsmännchen, Bobby. Aber wenn ich nichts anderes kriege, wie geht's eigentlich, Jean? Was macht die kleine Schlampe? Okay, wenn uns diese Schwuchtel nicht auf der Pfanne haben, dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja, vielleicht spendieren sie uns was. Du hast ein gutes Händchen, Bobby. Hallo, Jungs. Das sind Carm und Lynn. Die Typen kennt ihr ja. Ich würde mal vorschlagen, dass ihr mich einweiht. Steckt ihr womöglich in Schwierigkeiten? Nein. Okay. Möchtest du denn noch ein Bier? Aber immer her damit. Ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, ihr könnt mich nicht leiden. Wie kommst du denn darauf? Nur weil meine kleine Schwester in der 8. Klasse an deinem Schwanz knabbern sollte? Das habe ich total verdrängt. Ich meinte eigentlich die Scheiße in der Papiertüte, die ich in deinen Spind getan habe. Das warst du? Das ist aber wirklich schon sehr lange her, nicht wahr? Also, wie kurz möchtest du sie denn nun haben? Ich habe mir gedacht, ich lasse sie diesmal richtig kurz schneiden. Oh ja, dieser Schnitt wird etwas total Neues sein. Haben wir dir jemals erzählt, wie wir den Leuten die Haare schneiden? Nein. Jedes Mal, wenn du zum Haareschneiden herkommst, garantieren wir dir, dass es so gut ist wie Sex. Das ist unser Slogan. Ehrlich? Oh ja. Unsere Spezialität. Wirklich lustig. Dann ist es tatsächlich wahr, was Danny und Bobby erzählen. Oh, was erzählen sie denn? Dass ihr eigentlich nie den Hals voll kriegt. Ganz richtig. Wir kriegen nie den Hals voll. Ihr seid zwei Nymphomaninnen, richtig? Weißt du, da haben sie ganz bestimmt recht. Komm doch ein bisschen näher. Näher? Aber klar doch. Er legt seine Hand auf meine Titte, das ist lustig. Das findest du geil, nicht? Ja, geiler geht's kaum noch. Oh, hallo, hey, nimm deine Hand weg. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn dein Problem? Hilf mir runter, Lynn. Ja, ich helf dir runter. Der fasst mir tatsächlich in den er Schritt. Ist immer noch ein Arschloch. Verdammt nochmal! Genau dasselbe Arschloch wie zu der Zeit, als wir auf die gleiche Schule gegangen sind. Wieso denn so schnell? Worauf sollte ich denn noch warten? Du hättest warten können, dass wenn du auf ihn raufsteigst, dann ist das für mich das Zeichen. Und ich leg los. Wovon sprichst du? Was für ein verfluchtes Zeichen? Naja, das, was wir ausgemacht haben. Du wolltest so tun, als würdest du es tun. Er ist ein Schwein. Ja, da hast du recht. Ich konnte den Kerl noch nie leiden. Ja. Hat er die Scheiße wirklich in deinen Schrank getan? Weißt du, ich war so viele Jahre derart wütend darüber. Ich bin jetzt richtig erleichtert, endlich zu wissen, wer mir das angetan hat. Ist das der Grund, warum sie dich immer beschissene Schwester genannt hat? Ja, das war wirklich nicht nett. Wenn du es schaffst, in die Zeit zurückzureisen, um die Dinge zu ändern, dann tu es gefälligst und nimm diese Tüte aus dem Schrank. Ich kann nur hoffen, dass es deine Scheiße war.